Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Projekt hier in Heu 4. Wir spielen die USA in einer historischen Multiplayer-Runde mit über 20 Spielern. Mit dabei ist Manu, mein Zweitspieler. Guten Tag. Hallo. Er wird sich primär um die Flotte kümmern, weil wir einen sehr, sehr kompetenten Japaner haben und wir deswegen uns eher Richtung Pazifik orientieren werden, zumindest was die Flotte betrifft. Mit der Armee werden wir natürlich so schnell es geht Richtung Europa gehen, werden jetzt erstmal unsere Wirtschaft aufbauen, wie es für die USA eben sehr typisch ist, und werden dann, wenn es geht, die Alliierten unterstützen am Festland und wenn es geht, Japan kaputt nuken. Das sind zumindest mal so die groben Pläne. Man muss dazu sagen, wir spielen mit der Historical Mod, die extrem viel ändert. Ihr werdet es auch relativ schnell merken, was dadurch geändert wird. Unter anderem können wir unsere Division schneller designen. Unnötige Länder existieren nicht. Also halb Südamerika bitte nicht als politisches Statement betrachten. Auch nicht Portugal, also Saudi-Arabien. Alles weg. Dafür wurden die Ressourcen ein bisschen anders verlagert. Wir können Divisionen designen, wie wir wollen. Es kostet nichts. So. Und dementsprechend gibt es da ein paar Erleichterungen, mit denen das Ganze auf jeden Fall recht spannend wird. Und wir werden mit ziemlicher Sicherheit auch 4 spielen die ganze Zeit. Ich werde jetzt gleich den ersten Spieler wahrscheinlich kicken müssen, weil er das Spiel nicht halten kann. So, und dann werden wir auf 4 durchziehen. Wir haben unter anderem sehr kompetente Spieler dabei mit mehreren tausend Stunden Spielzeit, die auch die ein oder andere Meta-Runde im Leben hinter sich haben. Wir haben aber auch komplette Anfänger dabei, die quasi zum ersten Mal in ihrem Leben bei einer Multiplayer-Runde mitmachen. Dementsprechend könnte es heute auf jeden Fall recht witzig werden. Dadurch, dass die USA traditionell nicht so viel zu tun hat zu Beginn, werden wir viel über Politik reden, wir werden auch einfach mal so labern, weil mein halbes Team ist leider betrunken. Das ist ein bisschen ein Problem, aber das kriegen wir, glaube ich, in den Griff. Manu denkt sich nur so, ja, Problem. Leider betrunken. Ja, schrecklich. Aber erstmal kurz vielleicht zum Spiel. Also, wir spielen die USA und die USA hat so ein bisschen ein Problem. Und das Problem nennt sich Große Depression. Ich werde jetzt keinen Vortrag darüber halten. Aber ich könnte. Ich habe tatsächlich vorher erst den ganzen Nachmittag gelernt und da kam das Thema auch öfters mal auf. Aber wir haben die große Depression, das bedeutet, unsere Wirtschaft ist total im Eimer. Noch dazu haben wir quasi unsere, ja, wir sind für uns alleine. Wir mögen keinen Handel, wir mögen keine anderen Leute. Komischerweise, wir sind auf Free Trade, aber Undistributed Isolation. So, das macht meiner Meinung nach nicht so viel Sinn. Aber egal, auf jeden Fall, wir haben eine absolut beschissene Wirtschaft. Wir können gar nichts. Unser Land ist wirtschaftlich gesehen im Eimer. Und wir müssen jetzt erstmal versuchen, dass wir überhaupt aus dieser Krise rauskommen. Unser Ziel ist quasi, diesen Fokus zu erreichen, The Giant Wakes. So, sobald wir das erreicht haben, können wir uns wie ein anderes Land verhalten. Wir können anfangen, Industrie aufzubauen und dann werden wir extrem schnell, extrem mächtig und können sehr teure Einheiten bauen. Soweit das Ziel bis dorthin. Da wir diese teuren Einheiten bauen können und ich da wirklich viel Spaß mit habe, ist unser Ziel, dass wir einfach nur die teuersten Einheiten überhaupt bauen. Also so absolute Elite-Einheiten, weil es bringt halt nichts, wenn wir Masse produzieren. Wir müssen halt einmal durchbrechen, vor allem wenn wir beim Deutschen landen wollen. Da bringt es uns nichts, wenn wir 100 schlechte Divisionen haben. Wir brauchen halt eine gute, die überlebt. Mit der Flotte müssen wir uns das ein bisschen überlegen. Mein Plan war eigentlich, dass wir die Flotte so spielen, als ob unser oberster Marineoffizier irgendwelche Komplexe hätte. Wir bauen einfach nur die fettesten Schiffe, die es gibt. Aber wir müssen leider vernünftig spielen, was sehr schade ist. Dementsprechend werden wir da ein bisschen ernster spielen. Bei der Luftwaffe weiß ich nicht, was machen wir da, Manu? Vermutlich auf Fighter und Kass gehen. Das, was einfach insgesamt im Game einfach broke ist, die Kass. Weil Strat-Bomber sind halt einfach langweilig. Das macht jeder als Amerika. Genau, als USA bombt man im Regelfall den Deutschen so kaputt, dass er keine Wirtschaft mehr hat. Aber ich mag diesen Spielstil nicht, deswegen spiele ich auch so ungern USA. Wir machen seine Panzer kaputt. So, das finde ich viel lustiger. Wer meinen letzten Livestream gesehen hat, der hat vielleicht mitbekommen, als ich damals 4000 Kass auf einer Provinz hatte. Das sieht dann so aus. Ich greife mit einer Einheit eine andere Einheit an und die ist einfach weg. Sie hört einfach auf zu existieren nach wenigen Sekunden. Und das ist natürlich immer ganz witzig. Ja, man sieht noch den falschen Discord-Chat, weil ich momentan, weil wir noch in der Vorbesprechung sind und ich dann gleich zu meinen Teammates gehe. Also ich werde diesmal versuchen, ein bisschen auch mit den Alliierten zu kommunizieren. Man kennt es ja von mir eher, dass ich für mich alleine im Channel vor mich hin rede. Das machen wir natürlich diesmal nicht. Nicht nur, also wenn politische Themen aufkommen, dann auf jeden Fall auch. Aber ich gehe da gleich wieder runter. Und unser Plan ist auch, was die Wirtschaft hier betrifft, dass wir primär, müssen wir überhaupt diese Carrier-Fighter bauen? Ich würde die auch einfach rausnehmen. Doch, die würde ich jetzt gerade noch ein bisschen bauen. Für was? Naja, für unsere Carrier. Ja, okay. Hast du wieder recht. Die brauchen tatsächlich
im Endeffekt tatsächlich ein bisschen was, wo sie auch mitnehmen. Ich dachte mal, einen Carrier baut man so und stellt die hin, der Gegner bekommt Angst und rennt dann weg. Ja, kann man machen, aber das Problem ist, wenn nichts auf dem Carrier drauf ist, dann macht der Carrier einen direkten Rückzug. Ja, aber jetzt stell dir mal vor, du bist in der Ostsee schwimmen und da kommt ein Flugzeugträger. Einfach so. Du hättest Angst, oder? Nee, ich würde mich fragen, was macht ein scheiß Flugzeugträger der Ostsee? Aber ich habe keine Ahnung. Aber du musst einfach nur an den psychologischen Effekt denken. Ja, also... So spiele ich Rouge. Nur so. Ja, da funktioniert die Psychologie auch ein bisschen anders. Das Ding ist halt, Carrier sind halt teuer und wenn sie halt nicht eingesetzt werden, ist halt einfach verschwendete Zeit. Ja, okay. Das Argument, ich meine, gerade, ne, die Wirtschaft. Ja, ja, die Wirtschaft. Wenn wir die Wirtschaft schon darauf einsetzen, soll die Wirtschaft auch tatsächlich sich lohnen. Übrigens, der New Deal war so ziemlich das Sozialistische, was die USA jemals gemacht hat. Also, wir würden es nicht als sozialistisch bezeichnen, aber die halt schon. Ich wollte gerade sagen. Also, Boten. Das... ganz schwieriges Thema in der USA, ja, ja. Heiko. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Lieber Nazi als Rot. So, bitte was? Ja, ja, also... Oh mein Gott, ist so witzig. So. Ich stelle jetzt ja den Silent Workhorse ein. Da habe ich auch neulich ein Video angeguckt. Da wollte einer unbedingt, dass es monetarisiert wird. Und dann hat er so gemeint, ja, das und das. Und da gab es noch den unschönen Teil der deutschen Geschichte. Und dann die ganze Zeit so umschrieben, damit er ja nichts sagt, was in irgendeiner Art und Weise den YouTube-Algorithmus verärgern könnte. So. Und das Gute ist, mein Zweitspieler wird diesmal nichts Dummes drücken. Also bitte nicht den Panama-Kanal sprengen oder sowas. Wie gesagt, also Decision habe ich noch nicht gefunden. Ich auch nicht. Ich hoffe, die gibt's einfach nicht. Ich meine, sie sind ja auch irgendwie dumm als USA. Oder wenn so die Briten auf einmal so einen Suez sprengen oder so. Das wäre einfach nicht so gut für uns oder für irgendwen. Ja, also in der Meta machst du es ja tatsächlich. Also in so Meta-Games, wenn sie bei Elana Main durchbrechen, die Deutschen, oder die Achse allgemein, dann gehst du hin und sprengst den weg, damit die den nicht nutzen können. Ah, okay. Also halt nutzen können, wenn er dann halt repariert ist. Und das dauert ja dementsprechend seine Zeit. Ich habe mal die zusammengefasst, das ist bei unserer Armee. Genau, wir können die jetzt ja trainieren lassen prinzipiell. Und dann springen die da direkt auf irgendwas Höheres hoch. Hm. Theoretisch. Nee, wenn du quasi sie rekrutierst und da komplett voll trainierst, dann werden sie bis zum Dreier hoch trainiert. Okay, ist cool. Weil sonst sind sie ja normalerweise 2 und wenn du sie früher rausholst, sind sie ja in Green, wo sie dann Modifier minus 25% im Kampf bekommen. Ich würde gerade eben vorgeschlagen, beziehungsweise ich würde daran erinnern, dass die Mefo-Wechsel noch gar nicht gecancelt. Ah ja, oh, Entschuldigung, danke. Mach ich kurz. Übrigens, es muss traditionelle Zeitspieler machen. Nein, Arte hat wieder die Doku hochgeladen, in der erklärt wird, irgendwie. Ja, die ist so gut. Die ist echt sehr gut, da werden die Mefo-Wechsel erklärt, wie wo was. Ja, falls du mal Lust hast, auf die Navy zu gucken, falls du gerade noch nichts zu tun hast, habe ich schon mal ein bisschen rumgespielt. Ja. Also prinzipiell habe ich jetzt gerade erstmal alle Subs zusammengepackt. Ich habe es ja gerade fast schon gelöscht. Und 11, wie sagst du, 11er und 9er Krüppchen? Also die 9er sind Boote, die beschädigt sind. Die sind jetzt gerade auf dem Weg in Hafen zum Reparieren. Mhm. Weil ich die absplittern lasse von der Flotte, bis die halt dementsprechend hochtrainiert sind. Weil du halt einfach damit die Flotte weiter trainieren kannst, dein Naval XP bekommst. Ah, okay. Genau. Ich würde jetzt nochmal einen. Oh. Ich wollte gerade sagen, ich würde nochmal einen nehmen, aber. Ich bin gerade eben zu Tode erschrocken, weil sich nichts bewegt hat, aber bei der Naval-Anzeige bewegt sich ja offensichtlich nie irgendwas. Nee, nee. Das ist kurzer Herzinfarkt. Okay. Die USA bräuchte mehr Sozialprogramme, also da können wir jetzt ja drüber diskutieren. Also ich meine, nach Reagan ging es den USA schon besser. Nein. Ist immer so ein Hin und Her in der Wirtschaftspolitik, wie viel Sozial. Ich meine, du musst halt auch irgendwas erwirtschaften, das du verteilst und du musst immer so einen Balanceakt finden zwischen was verteilen und was erwirtschaften. Weil sonst geht es irgendwann mal schief. Und die USA ist halt das einzig westliche Land, dessen Wirtschaft nicht scheiße ist. So, deren Wirtschaft wächst und wächst und wächst und die sind einfach krass. So. Das hat halt auch durchaus seine Gründe. Übrigens, warum. Ich bei 1, geil, wir lecken hinterher. Übrigens nochmal, warum 10er beziehungsweise 11er Stacks von den Subs? Weil die Subs am effektivsten sind, wenn sie in 10 bis 15er Gruppen arbeiten. Warum denn, Martin? Ja, weil Paradox gedacht hat.
Hey, das wäre doch am coolsten, wenn die effektiv arbeiten, wenn sie in 10er bis 15er Stacks sind. Ja, ich habe Flotte nicht so ganz verstanden. Das ist auch so geil. So arbeiten die Subs halt. Was ich dir eher erklären kann, sind zum Beispiel Screening Ships, also die Dinger, die quasi deine großen Capital Ships vor Torpedos beschützen. Genau, das weiß ich. Also es gibt quasi immer 8 Stück. Es gibt quasi immer Schiffe, die vorne rumschwirren, so die kleinen, und die werden als erstes angegriffen. Genau. Ja, wenn die alle tot sind, geht's auf die großen Schiffe. Genau. Und es ist so, wie wenn in EU4 eure Frontreihe bricht und eure Artillerie steht offen. Die Artillerie macht viel Schaden, aber sie darf nicht direkt ins Gefecht kommen, sonst wird's eklig. Genau, deswegen würde ich gerne noch nach einem Forschungsslot haben, weil die Komplexe müssen natürlich bearbeitet werden. Jo, klar. Und ein super heavy Battleship muss gebaut werden. Also mindestens eins muss aufs Feld. Ich meine, die sind fucking American. Frankreich hat Schweiz auf. Frankreich, ja. Die Schweiz hat Kurs auf Französisch Indochina. Warum gibt's die Schweiz? Warum wurde das Ding nicht rausgelöscht? Bin ich. Also, ich habe kein Problem mit der Schweiz, gell? Nicht, dass es jetzt so rüberkam, aber das ist so ein. Haben wir jetzt zwei Spanier oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Jetzt haben wir der Spanier. Glaub, Spanier. Nee, ja, keine Ahnung, weil der Spanier hat übel hinterhergeleckt. Der war 100 Stunden hinterher, so yeah. 36. So, da müssen wir gar nicht erst anfangen. Oh, wir müssen den Geheimdienst CIA nennen, das ist eine gute Idee. Genau, und zur Wirtschaft, das ist eine Besonderheit hier. Das ist wohl so gang und gäbe, und ich finde es auch gar nicht so schlecht, wenn dann auch in der Konsequenz ein bisschen komisch, weil ich nicht weiß, wann damit anfangen und wann aufhören. Die USA baut am Anfang keine Zivilfabriken, sondern Infrastruktur. Erstmal, warum bauen wir keine Zivilfabriken? Durch unsere Wirtschaftspolitik bauen wir die nicht, auch wenn wir sie bauen. Nein, es dauert einfach ewig, die zu bauen, während wir auf Infrastruktur prinzipiell keinen Malus haben. Jetzt kann Infrastruktur quasi den Bau zukünftiger Zivilfabriken, wenn wir eben diesen Malus nicht mehr haben, beschleunigen. Und der Vorteil ist, dass wir mehr Rohstoffe bekommen. Das bedeutet, wir bauen dort die Infrastruktur aus, wo wir sowieso schon viel Öl und Aluminium und so weiter haben. Und dadurch bekommen wir eben noch mehr Rohstoffe. Und das ist so quasi die Idee dahinter. Müsste mal jemand ausrechnen, ob man im Nachhinein wirklich mehr Zivilfabriken als vorher hat. Aber selbst wenn man nur ähnlich viel hat, hat man zumindest mehr Rohstoffe, was bestimmt auch niemandem schadet. So. Oh ja. Wirtschaft. Ich denke mal, wir brauchen jetzt noch keinen Forschungsslot, den bräuchten wir 37. Nee. Wir nehmen schon verteilte Industrie, oder auch aus USA. Ja, ja. 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 Ich würde so gerne mal zentrierte nehmen. Du kannst zentrierte prinzipiell nehmen, weil ich denke halt einfach nicht, dass wir gebombt werden. Ja, nee, es geht ja primär darum, halt, ja, dass du halt einfach nicht so flexibel bist. Genau, diese Efficiency Retention, so, die ist halt schon wichtig, vor allem, wenn man immer das neueste Zeug bauen will. Andererseits könnte man halt sagen, okay, wir bauen eh gar nichts, bis wir die neuesten Sachen haben, und dann fangen wir überhaupt mal an damit. So, das wäre schon ein Grund, auf die USA da drauf zu gehen, aber naja. Es ist schwierig, in Heu zu sagen, die neuesten Sachen. Ja. Weil, du kriegst immer wieder neuen Kram. Was so echt ganz gut ist. Also für Amerika. Bulgarien leckt. Es lenken einfach richtig viele Leute. Was machen die falsch? Oh, richtig viele. Naja, Anfänger. Osato. Das hört sich japanisch an. Ja, der Japaner leckt. Aber ist jetzt nicht so schlimm, wenn dann spielen wir halt so eine Mischung aus 3 und 4, bis die Leute aufgeholt haben. So. Wir können auch den Japaner. Nicht Spaß. So, was nehmen wir eigentlich als nächsten Berater? Oder ich weiß nicht, ob ich direkt einen Berater einstellen würde oder eher direkt mal eine Army. Wobei, nevermind, wir brauchen ja keine Army XP. Ja, stimmt. Wobei eigentlich wäre die Army XP gar nicht schlecht, weil dann können wir direkt auf unsere Doktrinen gehen. Stimmt, das habe ich im Singleplayer, als ich es gestern ausprobiert habe, auch gemacht. Also wir kriegen da echt 2, 3 Doktrinen durch. Ich würde einfach mal. Dann hau gleich mal einen rein. Ja, ich würde diese Marine-Sache wirklich machen. Ja. Da würde ich den Kommando-Dude und den Infanterie-Dude nehmen. Und dann haben wir halt später richtig Bonus auf die. Ja, hört sich gut an. Ja. Ja, und wie gesagt, bei Naval müssen wir ja gar keinen einstellen, weil für alle Leute, die noch nie USA gespielt haben, ihr habt da so einen kleinen Bundesstaat. Heiko kann gerne mal draufgehen, das ist Texas. Texas hat so ein kleines bisschen Öl. Ganz klein wenig Öl. Da könnt ihr einfach eure komplette fette Flotte nehmen und einfach komplett trainieren lassen, und ihr kriegt dann halt, ich habe jetzt mal die komplette Flotte angekriegt, 1,1 Navy XP pro Tag. Also, das heißt, ihr könnt vom Kriegseintritt könnt ihr die Doktrin durchhaben. Was viele Leute nicht wissen, die USA ist einfach regelmäßig der größte Ölproduzent der Welt. Aus ihrem Land heraus. Nicht nur wegen irgendwelchen dubiosen Dingen, die vielleicht mal in irgendwelchen Ländern getan haben, aber wirklich auch aus ihrem Land selber hinaus. Das ist immer relativ interessant. Und das fand ich heute so schön,
Ihr wisst vielleicht, ich habe es in meinem Livestream bestimmt schon 20 Mal erwähnt, ich lege da immer sehr viel Wert drauf, dass die russische Wirtschaft kleiner als die italienische ist. Und heute höre ich den Handelsblatt Morning Podcast und ich höre nur so, ja, die Russen müssen mal aufpassen, was sie so von sich geben. Mit einer Wirtschaft, die kleiner ist als Italien, wäre ich mal nicht so vorlaut. Ich so, oh mein Gott, sie haben sogar wirklich auch Italien genommen. Auch exakt dasselbe Beispiel wie ich immer, da war ich richtig glücklich. Und dann haben sie es auch noch auf Instagram gepostet, das Zitat. Und dann war ich, richtig, richtig happy. So. Aber übrigens in unserer Flotte hab ich jetzt schon ein paar Schiffe erstellt, die werde ich dir nachher noch zeigen und erklären, wenn wir Zeit haben. Nur aktuell habe ich jetzt die ganzen alten Schiffe nicht gelöscht, weil wir da so, halt einfach schon eine gewisse Zeit von Anfang des Games drauf gebaut haben. Und ich will die nicht verschwenden. Dann nehmen wir die lieber, lassen sie direkt einfach abschießen. Ich finde gerade da. Als dass wir die 140 Tage oder sowas weglöschen. So. Okay, ich musste kurz Daniel Adminrechte geben, da freut er sich. Übrigens, Heiko. Ja. Guck mal unser Sprit an. Es ändert sich einfach nichts, obwohl unsere komplette Flotte am Trainieren ist. Ja, also die USA ist einfach. Wir haben einfach zu viel. So, jetzt ist die Sache, wenn wir hier Infrastruktur bauen, dann gucken wir mal. Ich weiß nicht, brauchen wir Wolfram und so weiter auch? Ich weiß auch nicht, ob es sich lohnt, das bisschen Chrom, also erstmal baue ich jetzt gleich irgendwas so, aber das bisschen Chrom, das wir haben, auszubauen, aber es bringt ja nichts, wenn wir Südafrika halten, freut sich, glaube ich, auch der Südafrikaner dementsprechend auf Toxic will nicht sterben. Über die Fabriken. Die wir, also wir schieben ihm ja schon gerade zwei in den Arsch, weil wir, Entschuldigung. Alles ja. Gut, wir haben schon schlimmere Dinge gesagt. Okay, stimmt. Das ist übrigens, richtig. Wir haben hier oben die Ressourcenleiste, ist tatsächlich sehr angenehm. Hallo. Mir zeigt sie nicht an, witzigerweise. Ah, jetzt sehe ich sie. Heiko, ein, zwei Sachen habe ich, nicht zur Frage. Ja. Es kam die Verwirrung auf, ob Stratbomber jetzt erlaubt sind oder nicht. Ja genau, es ist jetzt, Stratbomber können wir dahingehend nicht ganz verbieten wegen Atomwaffen. Leute können schon Stratbomber bauen und die neuesten habe ich eh verboten per Game Rule. Also so wie es in den Regeln steht, Stratbomber 2 sind erlaubt rein. Genau, genau. Ja, wir machen es jetzt einfach so. Also wir werden keine bauen, weil ich finde es langweilig. Also vielleicht bauen wir eine Handvoll, aber ja. Mir ist gerade was Witziges aufgefallen. Die Mandschurei fehlt. Wann ist das passiert? Nicht in der Mod so. Der spielt Siam anscheinend. Ah ja. Das ist aber auch Japan, by the way. Deswegen sind es, glaube ich, auch zwei Leute. Ach du Scheiße. Heiko, wenn deine Folge vorbei ist, schreib mich mal bitte an, dann, weil es sind so ein, zwei Leute, die heute joinen wollen. Ja, es sind halt auch ein, zwei Leute, die ich gekickt habe, weil sie einfach drei nicht halten konnten. Aber ja, das liegt anscheinend am Mod, das ist wohl irgendwie ein bisschen. Okay, alles gut. Ja, die Leute können gleich einmal hot joinen in 7 Minuten. Ja, schau mir einfach kurz an, dann sage ich dem Bescheid, dass wir dann Anfrage stellen und alle auf einmal halt reinschauen sollen. Genau, wir kommen jetzt eh gleich zu den Alliierten. Wobei, Daniel, du hast jetzt Adminrechte. Guck mal, das ist vielleicht ein bisschen umständlich. Wenn du mal kurz eine Minute hast, erstell eine Rolle, die nichts kann und die, aber nur die Rolle kann in meinen Channel und gib die dann so den bekannten Leuten. Also dir, mir, Toxic. Noch nie eine Discord-Rolle erstellt, ne? Okay, dann. Oh mein Gott, dann gibst du mir halt, oder mach ich das kurz. Nee, ja, dann kannst du vielleicht kurz Erik schreiben. Oder ja, ich geb's kurz Manu dann. Holen wir jetzt einen Forscher oder erst den Neutrality Act? Forschungsslot. Ja, du kannst den bestimmt brauchen. Ja, Manu, ich gebe dir kurz Adminrechte. Mohohoho, nein, Spaß. Genau, weil sonst joinen die ganzen Leute bei mir in die Aufnahme, das finde ich sehr nervig. Aber das muss halt trotzdem möglich sein, dass die dann dich anschreiben. Also, es wäre auch eigentlich ganz gut, wenn ich es quasi jetzt Spanien joinen könnte, weil die ja gerade Bürgerkrieg ist. Je nachdem, ich lass mal auf, mach nur ein, zwei Minuten. Ich habe noch eine Frage gehabt. Spiele ich oft die USA? Ich spiele ganz selten die USA. Hallo Decky und hallo Imperator Timbay und hallo Robotank. Und es ist traurig, dass die USA fast 800 Milliarden fürs Militär ausgibt, aber es noch nicht mal schafft, ein vernünftiges Krankensystem hinzubekommen. Gut, ich glaube, in den USA liegt es halt auch daran, weil die das nicht hinbekommen wollen. Wenn die unbedingt wollen würden, dann würden die das bestimmt schaffen. Aber ich glaube einfach, die wollen nicht. Das ist so der große Unterschied. Das scheitert bei denen ja oftmals eher am politischen Willen. So, ich glaube, ich habe meinen Kompressor ein bisschen hart eingestellt. So, ich war ein bisschen leise. Jetzt müsste ich nochmal ein bisschen lauter sein, hoffe ich.
Oh ja, das ist auf jeden Fall recht, recht interessant, wenn man sich damit mal auseinandersetzt. Ich will jetzt noch nicht direkt eine Diskussion starten. Aber die USA hat halt auch so ein paar Vorteile in ihrem Land, die sonst kein anderes Land hat, damit das zum Beispiel den US-Dollar haben und so weiter. Du musst auch unbedingt Militärausgaben, gut, die USA betreibt es jetzt ein bisschen, aber Militärausgaben sind auch dahingehend gut. Ich sag mal, jemand, der in der Armee ist, ist halt auf jeden Fall schon mal nicht arbeitslos. So. Und das hat dann durchaus immer mal wieder seine Vor- und Nachteile. Mir fällt gerade eben auf, wie unnatürlich sich diese Flugzeuge einfach bewegen. Sieht einfach richtig weird aus. Heiko, ich würde jetzt den Ersatzspieler spielen und so aus dem Channel hier einfach rauslöschen. Ja, das geht natürlich auch. Aber den Channel unten, also Voice 4. Ja, den, wo du gerade drin sitzt. Nee, den, wo wir, wo Toxic und Firima drin sitzen. Warum? Weil ich den hinterlegt habe. Der wird angezeigt im Livestream. Ah, okay, gut. Ja, genau. Ein bisschen ärgerlich. Genau, noch vielleicht kurz zur Erklärung der USA. Wir haben hier den Senat und das Repräsentantenhaus. Da verlieren wir und bekommen immer wieder Stimmen. Das kann uns jetzt aber komplett egal sein bis zur nächsten Wahl. Weil erst ab der Wahl können wir dann bestimmte Punkte machen, sobald wir Zustimmungswerte haben. Und wir können auch erst ab einer gewissen, einen gewissen War Support, der hängt stark von der World Tension ab, können wir dann eben das hier machen. Das ist aber bei allen Alliierten so. Also jede Demokratie hat ein Problem damit, wenn die World Tension niedrig bleibt. So. Kann man nachher auch noch einfach so joinen? Bin ich schon im Discord? Ja, einfach so joinen ist schwierig. Also wir haben da wirklich immer ein sehr komplexes Verfahren, wie wir die Nation zuweisen, muss man sich vorher anmelden. Das dauert immer Stunden, bis wir die Nation zugeteilt haben. Und wenn am Ende alle gleichmäßig unzufrieden sind, dann haben wir's, dann sind wir fertig quasi. Gut, wenn also er aus Armee ausscheidet mit der Waffe. Dann sitzt er mit einer Waffe unter der Brücke und regt sich über Muslime auf. Das gehört natürlich dann auch dazu. Ich bin ja sowieso kein Freund dieser Wirtschaftspolitik, aber das ist übel interessant. Die USA fährt eigentlich eine übel linke Politik manchmal. Also nicht links in dem, was ihr sagt, sondern die Politik, die von Linken geil gefunden wird, also finanzpolitisch und so weiter, die fährt die USA schon immer. Und die USA kann es halt eben machen, weil sie halt so krass sind. Also wenn du halt in deinem eigenen Land verschuldet bist und so weiter, kannst du halt ziemlich, also wenn du in deiner eigenen Währung verschuldet bist, kannst du halt ziemlich viel Scheiße bauen, ohne dass es krasse Auswirkungen hat, wie wenn du jetzt zum Beispiel Deutschland wärst. Die können das nicht so einfach. Also Heiko, aktuell kann nur noch der Heu4 Support und kann join dem Kanal da unten beitreten, dem Heu4. Okay, okay. Vielleicht kannst du noch Den habe ich jetzt Toxic und mir gegeben und Daniel. Dann kannst du den Channel, in dem wir jetzt sind, kurz kopieren und ihn umbenennen in Warteraum Heiko oder so, wenn jemand was von uns will. Oder Warteraum USA generell. Kann ja bearbeiten einfach, oder? Anstatt Alliierte einfach Warteraum. Ach so, ja, das stimmt, das geht auch. Heiko, wie sieht es mit Hotjoin aus? Ja, die können jetzt Hotjoin. Okay, echt. Dann würde ich den Part an der Stelle mal beenden. Wir haben jetzt so ein bisschen die USA vorgestellt, gezeigt, wie das spielmechanisch funktioniert. Und das Thumbnail hat Erik gemacht, deswegen ist das heute ein bisschen anders. Und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.